Im nächsten Projekt geht es darum, dass sich Freunde miteinander vernetzen und zusammen Dinge tun. Und dazu begrüßen wir das Projekt Sportsfreund. Und das sind Moritz und Jakob. Herzlich willkommen. Ja, wie gerade schon angekündigt, heißt unser Projekt Sportsfreund und daran kann man auch leicht erkennen, dass unsere App was mit Sport zu tun hat. Und ja, das kommt nicht von irgendwo, sondern einfach daher, dass wir alle drei Sportler sind. Also die beiden neben mir machen Kampfsport und ich halt Fußball. Und ja, wir wollten halt eine App oder ja ein Projekt entwickeln, jetzt habe ich schon verraten, das ist eine Android-App, die das Sportleben halt erleichtert, weil jeder, der schon mal Sport gemacht hat oder wenigstens irgendwie davon gehört hat, der weiß, dass ja die Motivation nicht immer da ist oder dass manche Sportarten auch einfach alleine nicht gehen oder selbst zu zweit nicht gehen, sondern man halt 22 Mann braucht wie beim Fußball. Und ja, all das wäre halt gelöst, wenn man dafür einen passenden Partner hätte. Ja, also unsere Idee ist eine Mischung aus Dating- und Matching-App, verbunden mit einer einfachen Karte, welche Sportstätten, Freunde, den eigenen Standpunkt und alles anzeigt. Und das alles in einer einfachen Anwendung zusammengefasst. Und unsere Lösung war, wie Moritz schon gerade gesagt hat, eine Android-App, sehr simpel aufgebaut, wo erstmal man ein Profil hat, eine Karte, wo halt die Matches, Sportstätten und sonstiges angezeigt werden. Emulator. Wir haben auch einen Emulator dafür, also einmal ein Beispiel für die App. Wir haben leider mit der Karte ein kleines Internetproblem, aber wir haben es einmal auf dem Handy hinbekommen. Also wenn man startet, kommt man ganz einfach auf eine Anmeldung, muss man dann kurz Benutzernamen und Passwort angeben. Dauert kurz, aber... So, dann sieht man ganz simpel einmal Profilbild, in dem Fall ist es ein Standardprofilbild, Name, Alter, Wohnort, die Sportarten, die man macht und halt einmal auch Vereine, falls man in einem tätig ist. Dann gibt's noch einmal die Map, da gibt's leider gerade Probleme, die Map zu laden, ich hab's aber sonst einmal hier auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob das hier einmal kurz drüber gesetzt werden kann. Wird kurz einmal geswitcht. Ja gut, dann anscheinend doch nicht. Also ist ganz simpel die Karte von Hamburg im Hintergrund zu sehen. Und einmal um zu erklären, der rote Pin ist man selbst, die blauen sind die Matches, diese netten Häuser da sind die Vereine und das Graue, was eine Trillerpfeife darstellen soll, sind Sportstätten. Und dann wird euch jetzt nochmal Moritz ein bisschen mehr über die Matches erzählen. Ja, genau, bei den Matches handelt es sich eigentlich um eine Datenbank und wie es halt immer bei Matches ist, muss man halt Kategorien definieren. Und ja, genau, diese Kategorien hat man ja schon bei dem Profil gesehen, also dazu gehört zum Beispiel, was für eine Sportart macht, wir haben das jetzt Sportgenre genannt, zum Beispiel Ballsport oder Wassersport und jetzt, wo man diesen Sport macht und viele weitere Kategorien. Und da wir jetzt in dieser Zeit jetzt keine riesen Community aufbauen könnten, die diese App halt nutzt, haben wir das alles lokal gemacht mit einer SQLite-Datenbank auf unserem Android-Phone. Und ja, in dieser Datenbank sind jetzt halt ein paar Personen mit Profilbildern eingespeichert, die jetzt nicht echt sind, sondern halt nur Avatare sind, wie man unschwer erkennen kann. Und daneben wird halt ein Prozent angezeigt, zu wie viel Prozent dieser Match halt passt. Und da könnte man dann draufklicken und in Zukunft könnte man da vielleicht einen Chat starten oder der weiteren, um halt dann mit diesen Personen Kontakt aufzunehmen. Ja, das war jetzt unsere Präsentation. Ganz vielen lieben Dank.